Hallihallo und herzlich willkommen. In unserem heutigen Stempel-Wiki kurz und knackig möchte ich euch kurz erzählen, wie ich meine Stempelsets organisiere. Da haben wir jetzt zum Beispiel folgendes Paketchen. Im neuen Mini-Katalog 2021 gibt es dieses Klarsicht-Stempel-Set in meinem Herzen. Und dazu kann man auch als Produktpaket die passenden Stanzformen Herzensblüten bekommen. Ich zeige euch jetzt, wie ich das insgesamt organisiere. Bleibt einfach dran. Zunächst einmal starten wir mit dem Stempelset. Das sieht so aus. Ich habe das natürlich jetzt schon benutzt, aber ich möchte euch trotzdem eben erklären, wie ich das jetzt organisieren werde. Ich habe hier noch aus der Maskiertechnik ein paar Blätter, die sammle ich mir praktisch immer auf. Zu jedem Stempelset, mit dem ich maskiere, sammle ich mir das und lege mir das in die Zwischenfolie hier, damit ich da nichts verliere. Ich mache es jetzt folgendermaßen. Ich nehme jetzt erstmal diese Stempelsets, also die Stanzform als Grundlage, denn jetzt gehe ich erstmal her, ziehe mir die Schutzfolie hier ab. Die kann auch weg. Die brauche ich also jetzt soweit nicht mehr. Und jetzt nehme ich einfach erstmal alle Stempel hier ab. Hallo Trixi. Und setze die hier nebenan auf. Dafür spule ich jetzt vor. Wir sehen uns gleich wieder. So, wenn ihr euch das jetzt hier alles abgezogen habt, bleibt praktisch diese Trägerfolie hier über. Und die legt ihr euch jetzt praktisch hier auf der Rückseite. Hier habt ihr diese Trägerfolie, also diese Schutzfolie. Und da legt ihr euch das jetzt so hinein, dass ihr die Schrift lesen könnt. Ich habe mir außerdem hier noch doppelseitiges Klebeband aufgebracht an einer Stelle, um das ein wenig zu fixieren am Anfang. Und wenn ich das dann drin liegen habe, da wie ich es haben will, gehe ich einmal her, ziehe mir das fest und dann habe ich das hier drin vorliegen. Jetzt geht ihr einfach wieder her und legt eure Stempel entsprechend ihrer Stelle wieder auf. So, und wenn ihr dann fertig seid und alles wieder an Ort und Stelle ist, dann könnt ihr immer genau sehen, wie eure Sprüche heißen und wo sie liegen. Vor allen Dingen das ganz Wichtige ist, ihr könnt immer sofort sehen, wenn ein Stempel fehlt. Und dann könnt ihr euch noch mal auf Suche begeben, denn irgendwo muss er ja sein. Weiterhin haben wir ja, wie schon erwähnt, die Stanzform hier. Das sind jetzt nicht gerade wenig. Und zwar beinhaltet das Set dieses komplette Sortiment. Und ich bin jetzt nicht wirklich ein Fan von diesen Klebestreifen. Denn irgendwann kleben sie halt nicht mehr und dann fliegt mir das Zeugs in der Box rum. Und am Anfang kriegt man sie gar nicht erst ab. Also habe ich mir Folgendes angewöhnt. Und zwar habe ich mir jetzt hier mal Magnetfolie genommen und habe mir als Zwischenlage einfach so aus unserem Designerpapieren einen Karton genommen, der als Stabilisator in jedem Paket zu finden ist und habe mir den auf die passende Größe geschnitten, der genau hier reinpasst. Also es hat eine Größe von ja circa 11,9 x 17,9, und das passt hier genau rein und habe mir praktisch diese Magnetplatten oder Folie jeweils auf zurechtgeschnitten und auf beiden Seiten mit doppelseitigem Klebeband aufgegeben. Und da nehme ich jetzt einfach nur die ganzen Stanzformen drauf. Ich befülle das jetzt eben, bin gleich wieder für euch da. So sieht das Ganze jetzt aus. Auf der Vorderseite und auf der Rückseite habt ihr dann alles komplett im Überblick. Was ich jetzt noch mache, ist, ich nehme mir hier eine kleine Zellophantüte und gebe mir das hier rein. So,
Somit schütze ich dann auch gleichzeitig noch. Dann kann wir das immer so schieben, dass da praktisch das oberste immer noch geschützt ist. Dann ziehe ich mir hier die Klebefolie ab, um das generell verschließen zu können. Aber das mache ich jetzt folgendermaßen, und zwar indem ich mir das jetzt einmal hier umlege und ziemlich weit oben das Ganze einmal aufbringe und schön festziehe. Und wenn ich das jetzt aufmache, ploppt das so nach vorne und ich kann mir das jetzt einfach so wieder rausnehmen und später wieder einsetzen. Es fällt mir nicht direkt entgegen, wenn ich die ganze Chose hier aufmache. Und somit habe ich alles, was ich da zu diesem Set benötige, habe ich jetzt hier in einer Box drin. Da ich es ja doch zwischendurch mal brauche, um euch zu sagen, welche Artikelnummern das sind, nehme ich mir jetzt hier einen Stift in weiß und schreibe mir jetzt da drauf, um was für einen Artikel es sich handelt, und versehe es auch noch gleichzeitig mit der Artikelnummer. Wenn ihr jetzt auch noch Stanzformen, ausgestanzte Accessoires davon übrig habt, die ihr nicht gebraucht habt, dann könnt ihr auch einfach hergehen und euch das einmal nach oben klippen. Ihr packt das hier in so eine ebenfalls in so eine Zellophantüte. Ich habe mir hier hinten auf der Rückseite noch einen Glue-Dot aufgegeben. Und dann bringe ich das hier ebenfalls noch in der Kiste unter und habe alles an Ort und Stelle. Das Ding ist natürlich jetzt dadurch, dass da so eine Magnetplatte drin ist, ziemlich schwer. Aber ich finde, so hat man halt alles an seinem Platz und überall muss nicht überall an verschiedenen Orten suchen für die Accessoires, die man schon ausgestanzt hat, oder für die Stanzform generell. Man hat alles an einem Platz. Was ich außerdem noch mache, ist, dass ich mir hier vorne zum Beispiel drauf schreibe, um welches Produktpaket es sich handelt. Denn man hat ja für das Stempelset eine Nummer, als auch für die Stanzform. Die Stanzform habe ich ja gerade schon beschriftet. Hier auf dem Stempelset sehe ich auch nochmal die Bestellnummer. Und das Produktpaket habe ich mir hier vorne nochmal extra aufgegeben. Somit habe ich immer alles an Ort und Stelle und weiß, um welche Artikelnummern es sich handelt. Das war jetzt das zu dem Klarsicht-Stempelset. Wir haben natürlich noch andere Sets, wie zum Beispiel diese Grüße auf vier Hufen. Das ist ein Stempelset jetzt aus der aktuellen Celebration. Und dabei handelt es sich um ein ablösbares Stempelset. Das sieht dann so aus. Das kommt so an. Ihr habt hier praktisch die Rückseiten. Und das ist euer Stempelset. Das kommt in so einem Gummi. Hat hinten eine Schutzfolie drauf, die man dann abziehen kann. Und dann soll man das hier hinten draufkleben. Wenn es danach geht, wie wir hier diese Anleitung haben, nehmen wir uns zuerst einmal den Stempel hier raus, so, würden jetzt hergehen und uns das Gegenstück davon hier einmal abtrennen, also hochklicken, dann abziehen. Ich würde euch auch empfehlen, dabei, um kein Fett auf die Kleber aufzubringen, wascht euch vorher tüchtig die Hände, dann kommt auch kein Fett dann rauf. So, und jetzt könnt ihr eigentlich hergehen und das hier so aufbringen. Wie gesagt, ich habe das jetzt schon ein paar Mal gemacht. Bei mir liegt das dann eigentlich immer sehr gut an. Aber, ich lege das jetzt mal beiseite, wir nehmen jetzt mal ein anderes Stück. Ich zeige euch nämlich jetzt, wie man es auch anders machen kann. Und zwar nehmt ihr euch einfach einen Acrylblock, der entsprechend des Musters ist, so, also dass das gut drauf passt. Man zieht auch hier wieder die Schutzfolie ab. So. Und jetzt gibt man her, jetzt nehme ich mir mal eben, ups, und nimmt den Aufkleber hier so ab, wie er liegt.
nimmt sich den runter und bringt sich den hier auf den Block auf. Und zwar genauso, wie ihr ihn runtergenommen habt. Also ihr dreht ihn nicht um oder so, sondern ihr legt ihn so hin, wie er hier auflag. Und jetzt nehmt ihr euch den entsprechenden kleinen Esel hier raus, ebenfalls hier die Schutzfolie wieder abziehen. Und dann könnt ihr euch das hier so einfach umdrehen. Und dann seht ihr ganz genau, wo ihr hin müsst. Und könnt euch den jetzt exakt aufbringen. Ablösen, immer an einer Stelle hochziehen und ihn dann runternehmen. Und ihr seht schon, das ist ein perfekter Stempel, so wie er komplett sein sollte. Ich mache die anderen Stempel jetzt noch eben fertig und ihr seid gleich wieder bei mir. So, alle Stempel sind jetzt entfernt und mit der Rückseite versehen. Jetzt bleibt euch dieses hier noch übrig. Ich würde euch auch noch ein ganz kleiner Tipp im Tipp. Zieht euch diese einzelnen Stempel hier, die ihr so aufklicken könnt und auseinandernehmen könnt, um die Schutzfolie zu entfernen, nacheinander ab. Wenn ihr jetzt alle auf einmal macht. Erstens kann es immer passieren, dass ein Haar drauf fällt, ein Fussel drauf kommt oder was auch immer. Und der wird sich natürlich dann auch auf dem Stempel, auf der Stempelrückseite wiederfinden. Deswegen nehmt euch das einzeln vor, dann passiert euch auch nichts, dass ihr aus Versehen mit der Hand drankommt und euch einen anderen Stempel hochhebt. Dann ist womöglich Fett drauf und dann hält die ganze Chose nicht mehr. Also nacheinander arbeiten. Das kann jetzt auch weg. Wer möchte, kann es jetzt auch einfach hier die Schutzfolie abziehen, die jetzt hier auf der Rückseite ist, und sich das hier so reinsetzen und die Stempel hier wieder reingeben. Mir ist das allerdings immer zu viel Gedöns, das Ganze da hier wieder reinzubringen. Deswegen, es muss ja immer schnell gehen, schmeiße ich den weg und werde jetzt dieses hier verwenden. Und zwar nehme ich mir jetzt hier einfach die verschiedenen Schichten ab. Da wäre zum Beispiel einmal diese Trägerschicht. Die schmeißen einige weg. Ich verwende die aber weiter, denn zum Beispiel, wenn man mit diesen Nuvo Crystal Drops arbeitet, die kann man ja hier einfach so kleine Perlchen machen und dann legt man die beiseite und dann werden so kleine Accessoires da drauf, die man dann auf Karten aufgeben kann. Die gehen hier drauf ganz besonders gut, weil die kann man danach super wieder entfernen. Auf Papier kriegt man die nämlich nicht wieder ab und diese Folie ist dafür super geeignet. Also schmeißt die nicht weg, wenn ihr sowas machen wollt. Behaltet die, denn diese Schicht, die hier drauf ist, da kann man die Sachen immer wieder super mit entfernen. Was wir jetzt noch übrig haben, ist diese Klebefolie. Die wollen wir auch nicht haben. Die schmeißen wir nämlich jetzt auch weg. So, jetzt bleibt praktisch dieses Papier hier noch übrig. Und das möchte ich jetzt gerne so zwischen die Lagen hier bringen, zwischen die Schutzfolie und die Box, dass ich die Stempel sofort erkenne, wenn sie fehlen zum einen und auch die Stempel entsprechend reinlegen kann. Jetzt sehe ich schon hier, der Esel, der liegt jetzt falsch rum. Also weiß ich, das Papier muss andersrum. Dann drehe ich mir das entsprechend so hin, nehme mir ein bisschen einen Klebestreifen und jetzt dadurch, dass es jetzt hier unten etwas breiter ist, bringe ich mir den hier hinten auf. Und gehe jetzt her und ziehe mir den Zwischenraum auseinander und schiebe mir das Ganze hier so schön rein. Und nicht unbedingt, dass es schief ist, ne? So, und drücke mir das hier schön von innen fest. Und jetzt weiß ich, alles klar, der Esel kommt hier rein. Und dann brauche ich nicht immer den ganzen Krempel hier wieder in das andere Gummi reinzusetzen und mir das womöglich noch das ganze Gummi hier zu verziehen. Das ist ja auch nicht Sinn und Zweck der Sache. Ich weiß jetzt einfach so, da gehört es hin und habe alles immer an Ort und Stelle. Und vor allen Dingen sehe ich,
wenn ich es aufstelle, dass mir ein Stempel fehlt. Und das könnt ihr hiermit vermeiden. Das ist der ganze Trick an der Sache. Ich hoffe, ich konnte euch helfen. Und wenn ihr weitere Fragen habt, ist egal, was euch da unter den Nägeln brennt, was ihr immer noch gerne wissen möchtet, wie bewahre ich Sachen auf, wie mache ich Stempel sauber, ich weiß nicht was, worauf muss ich achten, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ich gehe darauf ein und wenn es möglich ist, drehe ich sogar ein Video dazu. Das war's erstmal von mir. Ich hoffe, es war kurz und knackig genug. Wir sehen uns demnächst wieder. Macht's gut. Tschüss.